Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. So, wir haben jetzt noch hier ein paar Nebenquests vor uns. Und zwar machen wir zuerst Verrückt nach Wissenschaft, würde ich sagen, weil wir da nochmal etwas bekommen. Falscher Knopf. Den Knopf wollten wir drücken, genau. Da bekommen wir nämlich noch was raus. Welches ist denn das jetzt? Die 1. Gut, dann gehen wir 1, 1 und dann da hoch. Machen wir einfach die Reihenfolge. Und dann kümmern wir uns um langsam um die verbleibenden Nebenquests noch. So, wir können erstmal unseren Chocobo wieder rufen. Ambrosia. Schneller. Ich weiß gar nicht, den mit Ambrosia können wir nicht streicheln oder Leckerchen oder so geben wie Torgal, ne? Ist voll doof. Das wäre voll schön, wenn das ginge. Oder ich habe es zumindest noch nicht ausprobiert. Vielleicht muss ich irgendwie von vorne kommen und andere Knöpfe drücken. Das kann natürlich sein. Muss ich nach oben oder nach unten? Wir probieren es mal oben lang. Ich glaube, das ist richtig. Ja, da ist er. Den kann ich mir natürlich... Oder das mir gar nicht. Warte, stopp, steig ab. So. Warte, können wir mal den einfach probieren? Ich will mal wissen, wie weitreichend der ist. Oh, das funktioniert ganz gut auch. Upsala, das funktioniert auch ganz gut. Machen wir erstmal den hier wieder. Ah! Da ist ein Bomber, den müssen wir im Auge haben. Upsala, ja, den müssen wir im Auge haben. Der explodiert jetzt erstmal. Schön. Da haben wir einen Gegner weniger, ganz schnell. Upsala. Der ist tot. Und die sind tot. Jetzt muss ich nur noch die Sphäre finden. Okay, da vorne. Her damit. Upsala, Entschuldigung. Falscher Knopf. Da. Das ging einfach. Das war kein Problem. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Ja, das ist, dauert echt nicht so lang. Jetzt hier lang? Wir haben echt noch ein paar Quests vor uns. Ich bin gespannt. Aber das gibt alles Ruf. Und ich würde gerne wissen, was wir noch so bekommen. Da müssen wir hin. Erstmal überlegen. Aber wir müssen zum Plus. Warte mal, kann ich hier von vorne? Nö, ich kann dir nichts geben, gell? Schade. Das hätte mich jetzt sehr gefreut. Aber man kann nicht alles haben. Hauptsache, wenigstens können wir ein Tierchen lieb haben und ihm Leckerchen geben. Supp, nimm das mit. Wir müssen über die Brücke. Oder? Nein, doch. Uff, das ist ein ganz schöner Weg noch. Oder? Das war schon richtig. Ja. Okay. Das ganze Dorf ist akasisch. Ja. Oh no. Ich erinnere mich auf jeden Fall an das Dorf. Oh, hier ist wirklich alles akasisch. Okay. Wo ist denn da noch was? Achso. Torgal macht schon. Ich fände es auch cool, wenn man dieses Orishalkum außer am Jagdbrett noch irgendwo bekommt, aber irgendwie habe ich da nicht so viel Hoffnung. Ich glaube schon, dass wir da ans Jagdbrett müssen. Dann können wir da, demnächst, ich weiß noch nicht wann, können wir uns dann doch nochmal an Swarok versuchen. Ich denke mal, von dem kriegen wir ziemlich guten Loot. Könnte ich mir vorstellen. Oh, da ist eine Kiste. Das ist aber schön. Wo? Wo ist denn hier noch einer davon? Ach, da! Torgal, brauchst du mich? Sieht fast nicht schon raus, ne? Upsala. Dann müssen wir uns wirklich nochmal ins Warrock. Aber wir haben jetzt eine ganz, ganz coole Waffe. Eine bessere Waffe als vorher. Mit der machen wir auf jeden Fall schon mal mehr Schaden. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben immer noch unsere Tonika. Das ist auch ganz gut. So, wir können wieder mit dem Chocobo reisen. Wir müssen ja wahrscheinlich geradeaus durch, ne? Ja.
Dann laufen rennen wir wieder überall durch, soweit wir können. Na schön. Nein, nicht na schön. Gibt's nicht. So, ihr interessiert mich auch nicht, nur der Loot, der da liegt. Weiter geht's. Wir sind fast da. Wunderbar. Wunderbar, da vorne müssen wir hin. Da ist ein etwas größerer, aber das sollte kein Problem sein. Das sieht nicht so schwer aus. Upsala. Upsala. Warte, mach mal. Und kurz den. Einfach so. Weil es stark ist. Oh. Das ist so cool. Was tut er? Oh, das kommt. Oh. Das ging in meine Richtung. Machen wir nochmal den. Und nochmal den. Dann haben wir alles draufgepackt, was geht. Oh, das waren wieder fast 50.000. Sehr cool. Was tut er da? Keine Ahnung. Huff, raus! Schnell wieder das machen. Upsala. Okay, cool. Ja. Okay, down. Sehr schön. Den Hammer. Den Hammer. Und da ist unser Loot. Her damit. Gut. Die zweite. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch und den Hammer. Da oben. Dann können wir gucken, ob wir da noch die Quest annehmen, wenn es denn nur eine ist. Ne? Können jetzt auch fünf sein. Eventuell. Wie viele Quests sind es denn hier? Nur eine, aber im Schleier. Oh. Wo müssen wir ansonsten hin? Wollen wir dann erst die Quest annehmen und dann runterreiten? Ich würde sagen, das machen wir so. Gehen wir erstmal hier schauen. Wer denn unsere Hilfe braucht? Ich denke nicht, dass es Isabel ist. Sondern eher eins ihrer Mädchen mal wieder. Mal gucken. Oder? Ja. Nee. Es ist sie höchstpersönlich. Oh. Okay, was kann ich für dich tun? Oh, Clive. Was soll ich nur tun? Wir alle haben vielleicht bald kein Zuhause mehr. Ist was passiert? Der Kardinaldekan hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, ab sofort hier in Nordstedt zu residieren. Der Kardinaldekan? Vorsitzender des Rates der Ältesten und damit Inhaber des zweitmächtigsten Amtes in der Regierung, wenn diese noch existieren würde. Daher benutzt er jetzt seinen Adelstitel Herzog von Oriflam. Und was will er in Nordstedt? Er will unsere Stadt in einen Militärstützpunkt umwandeln und so den Grundstein für ein neues Sanbreck legen. Er hat sich bereits die Unterstützung der verbliebenen Armee gesichert, welche in seinem neuen Reich dann natürlich an erster Stelle stehen soll. Bezahlt mit konfisziertem Besitz des Volkes. Er will die Bevölkerung dafür enteignen? Glaub mir, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Was ich auch sage, er will nicht auf mich hören. Was ist mit Hauptmann Philipp? Als Nordstedt angegriffen wurde, hat er die Soldaten angeführt. Könnte er nicht irgendwas tun? Wie? Er kann sich nicht gegen den mächtigsten Mann in Sanbreck auflehnen. Schließlich hat der Herzog versprochen, das Reich zu erneuern, dem die Soldaten Treue geschworen haben, und ihre Stellung darin zu verbessern. Philipp kann ihnen höchstens geregelte Mahlzeiten und gelegentliche Besuche im Schleier anbieten, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Der Herzog bietet ihnen die Aussicht auf Stärke und Sicherheit. Nein. Jeder Versuch einer Revolte würde ihn die Treue seiner Männer kosten.
wenn nicht sogar sein Leben. Eieiei. Aber angesichts der Stimmung hier ist eine Revolte vielleicht nicht mehr abwendbar. Die Menschen sind nicht bereit, noch mehr Opfer zu bringen. Vor allem, wenn diese dann nur andere nützen würden. Verständlich. Clive, würdest du für mich mit dem Herzog sprechen? Okay, ich kann es versuchen. Du hast viel für Nordstedt getan. Die Soldaten respektieren dich sehr und werden dich mit Sicherheit zu ihm lassen. Und anders als Philipp, halten dich keine Eide davon ab, ihm ehrlich deine Meinung zu sagen. Und? Versuchst du es? Noch schlimmer kannst du es ohnehin nicht machen. Na gut. Ich werde es versuchen. Danke, Clive. Also gut. Wo finde ich diesen Herzog? In der Garnison? Ja, er inspiziert dort die Truppen. Na dann, wünsch mir Glück. Mal sehen, ob wir da jetzt was reißen können. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Geld. Bisschen Geld. Wie viel? Moment. Stopp. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, fast. Oh, fast. Okay. Wir haben fast genug. Eventuell bin ich dem Herzog doch schon einmal begegnet. Damals zur Feier des Bündnisses. So, dann schauen wir mal. Er ist da unten. Da müssen wir lang. So, machen wir erstmal das. Halt! Oh, entschuldige. Du gehörst zu Madame, oder? Willst du zu Hauptmann Philipp? Eigentlich zum Herzog. Ich hoffe auf ein Gespräch mit ihm. Wir dürfen keine Zivilisten zu ihm lassen. Aber in deinem Fall, seine Eminenz weiß über dich und deine Heldentaten Bescheid. Warte hier. Ich frage nach. Okay. Ach, du hast also die Garnison so tatkräftig unterstützt. Das Reich steht in deiner Schuld. Und ich werde mich erkenntlich zeigen. Mhm. Sag mir, erhoffst du dir Reichtum oder einen Gefallen? Keines von beidem. Ich wollte mich lediglich nach eurem Plan für Nordstedts Zukunft erkundigen. Oh, verstehe. Du sorgst dich, dass eine vergrößerte Garnison deine Dienste obsolet machen könnte. Sei ganz beruhigt. Ein so kampferfahrener Mann, wie du es bist, hat hier immer einen Platz. Einen Ehrenplatz sogar. Viel zu lange wurde der Beitrag des einfachen Soldaten zu wenig gewürdigt. Aber nicht mehr. Denn sie sind es, die das Reich wieder auferstehen lassen werden. Und zwar gleich hier in Nordstedt. Warum gerade hier? Die Stadt ist glücklicherweise von den Vorkommnissen in letzter Zeit weitgehend verschont geblieben. Sie hat starke Mauern und eine gut ausgerüstete Garnison. Und das kann man von Oriflam und Ichasia nicht behaupten. Das Reich braucht eine Hauptstadt und ich halte Nordstedt für die beste Option. Mit Caer Nauvon als Zitadelle. Sobald wir die Verteidigungsanlagen von Stadt und Burg ausgebaut haben, müssen wir nur noch eine Mauer um beide ziehen und schon haben wir eine formidable neue Hauptstadt geschaffen. Pläne für den Bau sind bereits in Auftrag gegeben. Dann werden auch diese leidigen Wesen lernen, dass sie der Macht von Sanbrec nicht gewachsen sind. Ich fürchte, ihr unterschätzt diese Kreaturen, Eure Eminenz. Kommen sie in großer Zahl, werdet ihr alle Einwohner Nordstedts zur Verteidigung brauchen. Aber werden sie euch auch helfen, wenn man sie vorher ihrer Habe beraubt hat? Die Menschen werden tun, wie von ihrem Herrscher befohlen. Um Sanbrec wieder aufzubauen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Und zwar mit unzweifelhafter Autorität. Und genau deshalb sind diese Abgaben unvermeidlich. So kann jeder, der in die Armee einzutreten wünscht, gut versorgt, ausgestattet und auch so bezahlt werden, wie es ein Verteidiger des Reichs verdient.
Und doch gibt es Menschen, die beharrlich die bösartige Lüge verbreiten, ich wolle vom gemeinen Volk stehlen und ihm die Häuser wegnehmen. Ich denke, sie haben einfach Angst, noch mehr zu verlieren. Ganz genau. Oh, hi. Die Menschen haben immer weniger und du willst ihnen noch das Letzte nehmen. Damit säst du die Saat deines neuen Reichs in bereits toter Erde. Sabine. Oh, wer ist das? Darüber haben wir doch schon. Ja, und wie schon gesagt, das Reich über seine Bürger zu stellen, führt nur zu einer Revolte. Ohne ein Reich gibt es gar keine Bürger. Und in deinem wird es nur Bettler geben. Das kann Gwieger doch nicht für ihre Menschen wollen. Das ist Gotteslästerung, Sabine. Ich komme später nochmal. Wir gehen einfach. Wir drehen um eine und gehen. Was denken die Menschen wohl wirklich über den Plan? Ah, jetzt müssen wir... Okay. Alles klar. Gehen wir ein bisschen quatschen mit den Leutchen hier. Mal sehen, was man jenseits der Mauer davon hält. Uff, okay, wir müssen raus. Jenseits der Mauer, okay. Sabine ist super. Ach, schön. Habt keine Angst. So. Wir müssen auf dem Markt fragen, so wie ich das sehe. Ja. Dann fragen wir zuerst dich. Wie geht's? An irgendwas interessiert? Eigentlich nur an deiner Meinung. Was hältst du vom Herzog von Oriflam? Ach, der. Nicht viel. Wie alle Händler hier. Wegen Aufschneidern wie ihm ist der Markt doch überhaupt auf dieser Seite der Mauer. Nicht, dass das Gesindel näher an ihre kostbare Hauptstadt kommt. Und jetzt will er uns ganz loswerden, indem er droht, uns alles wegzunehmen, wenn wir nicht verschwinden. Sollte Madame ihn doch bald davonjagen wollen, steht bei mir schon der Teereimer bereit. Okay. Ja, die mögen den nicht. Offensichtlich. So, was erzählst du? Ich höre in letzter Zeit viel über diesen Herzog. Nichts Gutes, schätze ich. Mhm. Läuft hier herum, als würde ihm alles gehören. Und übergeht Madame so dreist. Das ist ihre Stadt, nicht seine. Sie sollte also hier das Sagen haben? Ich mag's, dass sie alle hinter Madame Meiner stehen. Meiner Meinung nach hat sie das sowieso. Unser lieber Herzog kann gern nach Oriflam verschwinden. Tja. Meine Güte. So ist das. So ist das. Ich wäre auch für Madame, tatsächlich. Ich halte sie für sehr kompetent. So, was mit dir? Eine Frage, wenn du erlaubst. Was hältst du von diesem Herzog? Ach, hör bloß auf. Da baust du dir was auf und dann kommt auf einmal so ein dahergelaufener Adliger und will, dass du ihm einfach alles in den Rachen stopfst. Wenn er denkt, sein Name und sein Rang gäben ihm das Recht, uns die Gill aus den Taschen zu ziehen, wird er sich noch wundern. Dieser Kerl wird uns Nordstedt nicht wegnehmen. Auf keinen Fall. Gut. Haben wir das? Die Einwohner sind sich einig. Und die Soldaten? Oh, auch okay. Ja, natürlich. Müssen ja hier sicher sein, ne? Da bin ich jetzt gespannt, was die Soldaten dazu zu sagen haben. Gehen wir erstmal rechts rum. So, du zuerst. Guten Tag. Ups. Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich wüsste gerne deine Meinung zum Herzog von Oriflam. Nun, viele Freunde hat er sich hier bisher nicht gemacht. Aber sieh dich doch um. Jeder weiß, dass das Reich am Boden liegt. Und wenn sich die Händler jetzt vom Herzog ausgepresst fühlen, hätten sie eben schon vorher freiwillig ein paar mehr Geld beisteuern sollen, damit es nicht so weit kommt. Mhm. Der Herzog sagt, das Reich wieder aufzubauen ist der beste Weg, uns alle zu schützen. Und da hat er auch recht. Dafür müssen eben die Leute den Mund halten, die nicht mal wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Tja, das Leben ist hart. Aha, okay. Da haben wir dann die andere Meinung. Habe ich mir aber irgendwie schon fast gedacht, wir müssen runter. Ja.
du. Hi. Du hast doch mit dem Herzog gesprochen. Mhm. Im Namen der Madame, ja. Ich wollte ihn davor warnen, das Volk gegen sich aufzubringen. Aber ich war wohl wenig überzeugend. Was hältst du von der Sache? Ich bin nur ein Soldat. Er gibt mir die Befehle, nicht umgekehrt. Ich respektiere Madame wirklich sehr. Aber ich muss an meine Familie denken. Sie ist das, was für mich zählt. Nicht die Stadt oder das Reich, sondern meine Frau und Kinder. Wenn der Herzog uns genügend Männer und Ausrüstung für den Kampf gegen diese blauen Bastarde besorgen kann, ist mir egal, wie er das macht. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Der Schleier wird sich um euch kümmern, solange ihr hier... Gut, und dann da oben noch. Guten Tag. Anscheinend will der Herzog von Oriflam diese Stadt zu einer Art Festung machen. Was hältst du denn davon? Da habe ich keine Meinung. Oh. Ich weiß nur, dass der Herzog uns Befehle gegeben hat und die sind für mich Gesetz. Klar, niemand mag diese ganzen Abgaben, aber Imperien kosten eben. Und wenn es Sanbrek erstmal wieder gut geht, haben wir alle was davon. Was machen wir jetzt mit der Info? Oh ja. Mal sehen, was Philipp davon hat. Okay. Philipp, du bist da hinten? Bist du da hinten? Bin ich hier richtig? Muss ich da um die Ecke? Ich hoffe. Ich glaube, ich war da hinten noch gar nicht. Bin ich hier jemals lang gegangen? Ich glaube nicht. Warte. Wo? Da. Hi. Philipp, hast du kurz Zeit? Für dich? Sicher. Clive, oder? Danke für neulich. Was gibt's diesmal? Ich wollte mit dir über den Herzog sprechen. Bist du mit seinem Plan einverstanden? Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Als Hauptmann der kaiserlichen Armee bin ich verpflichtet, seinen Befehlen zu folgen. Aber diesmal habe ich Zweifel. Philipp, du hast doch gesagt, du bist Soldat geworden, um deine Liebsten zu schützen. Einschließlich Madame. Das stimmt, habe ich. Nun, sie hält den Plan auch nicht für richtig. Er würde Nordstedt ruinieren. Sie hat vermutlich recht. Danke, Clive. Ich weiß, was ich tun muss. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich werde die Menschen beschützen, die ich liebe. Wie, ist egal. Gut, die Pflicht ruft. Ich muss gehen. Da gehen wir uns das mal angucken jetzt, oder? Danke. Wenigstens scheint er das Richtige tun zu wollen. Ja. Mehr habe ich leider nicht für Isabel, aber besser als nichts. So, jetzt müssen wir gucken, wo muss ich denn am besten lang? Einfach zum Schleier. Guck mal, da kommen wir auch von da hinten. Dann gehen wir da lang. Warte, ich kann doch über Mauern klettern. Ich bin doch Clive. Hab ich schon voll vergessen, dass das geht. Guck mal, da kommen wir... Oh, gut, dass ich diesen Weg genommen habe. Bäm. Sehr schön. So. Ich habe alles getan, was ich konnte. Ah, Clive. Hattest du Erfolg? Konntest du mit dem Herzog sprechen? Das schon, aber... Oh. Das Schicksal von Nordstedt ist also besiegelt. Nun, zumindest werden wir diese Wesen besser abwehren können. Das ist unbestreitbar. Aber ich glaube nicht, dass es all die Menschen tröstet, die ihre Habe verlieren werden, ja, um das alles zu bezahlen. Glaube ich auch nicht. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie verdienen eine Stimme im neuen Reich des Herzogs. Leider ist dem Herzog ihr Gehorsam wichtiger als ihre Meinung. Für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Ich befürchte, für ihn sind sie kaum mehr als Bauernopfer auf einem Schachbrett. Verständlicherweise möchten sie da nicht mitmachen, sondern ihr Schicksal lieber in deine Hände legen. Die Soldaten hingegen befolgen einfach seine Befehle. Und nicht nur wegen seines Ranges, sondern wegen seiner Vision.
Das dachte ich mir. Hätte ich ihm Treue geschworen, würde ich wohl auch nichts mehr wollen als die Wiedergeburt des Reichs. Danke für die Hilfe. Oh. Leider war sie umsonst. Da bin ich nicht so sicher. Da ist er, der Mann der Stunde. Warum bist du nicht in Uniform? Die habe ich nicht mehr. Ich habe den Dienst quittiert. Uff. Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht. Und ihnen gesagt, dass ich jetzt andere Pflichten habe. Okay. Warum? Weil mir jetzt klar ist, was wirklich zählt. Nicht einfach stumpf irgendwelchen Befehlen zu gehorchen, sondern zu schützen, was ich liebe. Nordstedt zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wann diese Monster zurückkommen. Aber irgendwann werden sie das sicher. Und wenn sie dann kommen, müssen wir bereit sein. Und zusammenhalten. Wir alle. Wenn ihr uns anführt, Milady, werden wir es schaffen. Diesen Entschluss verdanke ich dir, Clive. Ja, kein Problem. Es ist sinnlos, Befehle zu befolgen, an denen man zweifelt. Das stimmt. Zusammenhalt. Zwischen uns allen. Das war schon immer Nordstedts einzige Chance. Und noch können wir die Menschen hier einigen. Wir müssen uns nur auf den wahren Feind konzentrieren. Danke, Philipp. Jetzt sehe auch ich klar. Sehr schön. Haben wir wieder alles geregelt. Milady, wo wir gerade von Zusammenhalt sprechen, könnte ich vielleicht ein paar Jungs vom Schleier leihen, damit sie ein Auge auf die Stadt haben? Ich fürchte, seine Eminenz dürfte wichtigere Aufgaben für die Wache haben. Aber gern. Jederzeit. Darauf komme ich zurück. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns, solange wir Leute wie dich und Philipp auf unserer Seite haben. Ich werde weiterhin mein Glück beim Herzog versuchen. Sehr gut, mach das. Vielleicht kann ich ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch überzeugen. Sabine hilft dir bestimmt dabei. Aber ich vermute, ich werde dich schon bald wieder brauchen. Okay. Bis dahin, Clive. Bis dahin. Bis dann. Sehr schön. Was kriegen wir? Ach ja, Geld, ne? Und ein Level Up. Oder? Ja. 42. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann gehen wir schon mal langsam in die Richtung unserer anderen Nebenquests, die wir hier haben. Ich überlege, ob wir die gerade einfach noch machen sollen. Dann haben wir die Wäsche. Wäre jetzt eigentlich ein Plan, oder? Wäre eigentlich ein Plan. Jetzt warte ich nur, bis ich meinen Chocobo rufen kann. Wir sind noch richtig, oder? Ja. Ja, wir müssen einfach nur quasi geradeaus durch, so halbwegs. Glaube ich. Ich muss eh fünfmal auf die Karte gucken, auf dem Weg dahin. So, wir nehmen noch schnell. Wobei, komm. Wir steigen auf und nehmen es dann mit. Gell? Ja, machen wir so. Und dann folgen wir jetzt einfach, oder? Ja, wir folgen einfach der Quest auf unserem Kompass. Wobei, das ist ja kein Kompass. Wie nennt man das? Markierung. Wir folgen der Quest-Markierung. Das ist ein besseres Wort. Und dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Da würde ich mich drüber freuen. Und dann überlege ich mal, gehen wir vielleicht zuerst zu Martha? Oder wir haben ja unten, glaube ich, noch eine andere Quest. Mindestens eine. Vielleicht gucken wir uns die dann auch zuerst an. So, wir sind da. Nicht umzingeln lassen. Braves Mädchen. Erstmal ihr Licht. Und dann erstmal die Feuerwirbel. Und vielleicht machen wir den gerade noch. Das hat sehr geholfen. Das hat unfassbar sehr geholfen. Hör auf, geh weg. Oh, sehr cool. Titan! So, du bist tot. Und, ah! Du auch? Und du nicht? Weil du mich nerven möchtest. So. Warte, da haben wir noch. Wir haben noch so viele. Wieso?
Jetzt haben wir es. Guck mal, das ging super schnell. Wunderbar. Dann können wir das einfach noch machen. Fertig. Wir machen das jetzt noch. Wir machen das jetzt noch. Die Zeit nehme ich mir. Ich würde nämlich gerne wissen, was wir da bekommen. Oh, wir haben sogar noch drei Sachen im Süden. Wieso dachte ich, wir hätten nur eine Sache? Es sind drei. Warte, wo müssen wir hin? Ja, in die Werkstatt. Da lang. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. So, das ist aber das Letzte, was wir heute tun. Wir haben immer noch nichts Neues auf dem Jagdbrett. Da muss ich mich jetzt halt drauf verlassen, dass ich vielleicht irgendwann jetzt innerhalb dieser Nebenquests oder so Sachen am Jagdbrett freischalte. Wobei ich glaube, dass da eigentlich eher Hauptquest gebraucht wird. Ich weiß immer nicht. Ich glaube, nach Hauptquests oder so, wenn wir in der Story weiterkommen, dann wird da mehr freigeschalten. Aber wie gesagt, ich glaube, 12 Jagdbrettmonster fehlen uns noch in etwa. So, aber erstmal zu dir. Oh, Sid. So schnell hatte ich nicht wieder mit dir gerechnet. Tja, da guckst du. Und? Hast du mir was mitgebracht? Na klar, guck dir das an. Alles, was du haben wolltest. Hier. Ach, ich dreh durch. Ich danke dir tausendmal. Die setze ich gleich in den Schmelzofen ein. Er ist schon besonders. Ich finde den super. Einige Zeit später. Und nun präsentiere ich dir den Tellermann-Ofen. Nicht schlecht, oder? Ja, der ist cool. Der ist riesig. Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber dafür sollst du natürlich nicht mit leeren Händen ausgehen. Natürlich nicht. Ist schon gut. Wirklich. Doch. Nein. Meine Tasche ist Clive. Flexibel genug. Clive, sei nicht so. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. 100%. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Das wäre zu einfach. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest, das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Und ich weiß auch schon wie. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich perfektionieren. Diese Metallmischung ist schön stabil, aber auch, Trommelwirbel, elastisch. Unglaublich, oder? Unglaublich. Elastisches Metall? Gut, wenn du das sagst. Her damit. Glaub mir einfach, das wird toll, versprochen. So, dann bin ich mal gespannt, wie viel mehr ich haben kann. Und? Was sagst du? Das ist wirklich unglaublich. Aha. Danke, Owain. Nicht doch. Ich danke dir. Außerdem konnte ich so gleich die Legierung testen. Die können wir von nun an überall im Versteck benutzen. Sehr schön. Hat auch alles einen Sinn, was wir tun. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Und vielleicht sogar da draußen. Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang, das sag ich dir. Die Menschen werden ihren Augen nicht trauen können. Sehr gut. Sehr gut. Verrückt nach Wissenschaft. Geräumiger Trankbeutel. Inventar maximal vergrößert. Yay! Okay. Von 6 auf 8, von 4 auf 5, von 3 auf 4, von 3 auf 4. Oh, edle Tröpfchen. Sehr schön. Wollen wir noch mal kurz, Moment. Ich muss kurz zu Charon. Ich weiß jetzt nicht, ich vergesse immer, ob sich das automatisch auffüllt mit der Vergrößerung oder ob wir neu dazu kaufen müssen. Wir machen auf jeden Fall die Tasche voll. Und ja, dann gucken wir in der nächsten Folge, wo es weitergeht. Gibt noch einiges zu tun wieder, bis wir in die Krankenstube gehen dürfen. Ich bin so neugierig. Ich möchte so gern weitermachen. Aber nein. Wir halten durch. Wir machen erst alles andere. So, Charon. Da bin ich.
Flup. Hat denn niemand mehr Peppi? Seh mal an, du lebst. So, dann können noch. Wir mal gucken, ob wir noch was zu verkaufen haben. Ja, ein bisschen. Sehr gut. Nee, guck mal, das müssen wir alles neu kaufen. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Aber das ist okay. Du machst mich noch arm, mein Junge. Sehr gut. Ach, das freut mich. Komm wieder vorbei. Wunderbar, ja, klar, mach ich das. Hier ist es gleich. Gut, dann würde ich aber sagen, war es das wieder für diese Folge. Ich danke hier allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.